So, na, ich will nicht sagen, das ist nichts mehr eingefallen, aber es ist immer so ein bisschen das Gleiche. Ach, so, und während ich jetzt hier heute sage, kann ich mal sagen, und zwar kam jetzt unter YouTube, na gut, jetzt nicht, also ist schon eine Weile her, ich kann nur jetzt sagen, weil ich das jetzt aufnehme, das waren halt gestern Kommentare drunter, dass einer meinte, stell doch mal die Flüsterfunktion aus, viele lesen, wollen gerne mitlesen. Ich meine, die Flüsterfunktion ist doch dazu da, dass ich nur mit bestimmten Personen rede, und das mache ich doch mit Absicht. Und ja, klar gibt's Neugierige, die immer alles wissen wollen. Aber also ich weiß nicht, irgendwie Junge, ich verstehe dich irgendwie nicht, was du mir damit sagen willst, weil ich meine, jeder hat ein Recht auf Privatsphäre, auch im Spiel und so weiter. Gut, ich meine, wenn ich jetzt hier Flüstern mache, sieht man das trotzdem jetzt im LP, was ich darunter schreibe, und ich will das jetzt nicht unbedingt verpixeln. Und ja, ich krieg das auch manchmal gar nicht mit, und ja, deswegen. Also ich verstehe deine Intention damit nicht. Ich meine, wenn du mein LP guckst, kriegst du es ja trotzdem gerne mit, und ich sag mal, ich bin nicht dazu da, um die Neugier anderer zu befriedigen. Und wie gesagt, es ist eine Privatsphäreneinstellung. Und ich sag doch auch nicht hier, mach mal deine Wohnung auf, weil ich gerne wissen will, wie es bei anderen Leuten in der Wohnung aussieht. So kommt das für mich rüber. Oder hab ich irgendwo was verpasst oder verstehe dich nicht richtig, dann sag mir das, wenn du irgendwas anderes damit meinst. Aber ich habe das so aufgefasst, als willst du dir in die Privatsphäre anderer Menschen eindringen. Das, und ich sage halt, das, Huch, warte. Ehi? Fribui, ehi? Warte, will der hier? Ehi? Bestimmt Hai. Naja. Gut. Hätten wir das abgehakt, dass ich auf jeden Fall, das nicht so richtig verstehe, was du damit eigentlich ausdrücken willst. Oder bist du, oder ich weiß ja nicht, wie alt du bist, und ich vermute mal, dass du dann, doch noch eher zu der jungen Fraktion gehörst. Und deswegen sehe ich dir das mal nach, dass du diesen Kommentar geschrieben hast, dass du eher zu den Neugierigen gehörst. Aber nur mal ein Tipp am Rande. Keiner mag es, wenn man seine Privatsphäre nicht achtet. Ich schätze mal, du auch nicht. Und das ist einfach, wenn ich mit Absicht was im Flüsterchat schreibe und einer sagt, hey, mach das mal auf alle Chats. Das ist die Missachtung der Privatsphäre. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesehen hast oder ob du so denkst. Keine Ahnung. Bloß mal so erwähnt. Aber genug. Eigentlich hatte ich ja jetzt auch mal was anderes angesprochen. Halt, Moment. Oder hatte ich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich hatte schon so viele verschiedene Sachen rüber geredet, ausgelassen, meine eigene Meinung gepostet. Siehste, fällt mir gepostet, erzählt. Siehste, fällt mir auch gleich wieder was dazu ein. Und zwar, wenn jetzt jemand sagt und so, ich habe Themen vorbereitet, wo ich meine, okay, habe ich auch gesagt, aber ich will eher davon loskommen, weil wenn man jetzt sagt, so, ich habe das und das Thema und ich will darüber und darüber sprechen, ich finde, das, also für mich wirkt das, ich sage mal, nicht gerade so professionell, ich will jetzt nicht sagen unbedingt, nicht, also ich, was will ich da jetzt eigentlich sagen, also ich finde, das wirkt irgendwie ein bisschen komisch, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das verlange, dass man professionell wirkt und so weiter, jeder hat natürlich seinen eigenen Stil und jeder kommentiert die Let's Plays und macht das so, wie er denkt, so wie einem das oh Gott, Schluck auf. Wir haben das am wir haben das am besten gefällt, wie einem das zusagt, was man auch, wie man selber auch der Kommentierstil ist und so weiter. Ja, aber ich sag mal, ich komme davon ab und sage eher vielleicht so, worüber haben wir jetzt geredet oder was machen wir jetzt oder apropos, da fällt mir ein und so weiter, beziehungsweise ihr kennt ja auch meine Seelenperle ist fast voll, da kann ich uns eine Münze abholen. Juhu. Bitte, 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 bitte. War das jetzt abgezogen? Nein. Und schon wieder hat ein Verkauf stattgefunden.
Nee, wegen abgezogen hatte ich jetzt so gesagt, bei mir irgendwie so bei meinem anderen Charakter, sozusagen bei meinem Probecharakter, den ihr dann in Gore kennenlernen werdet. Kennenlernen werdet? Ist auch irgendwie komisch ausgedrückt. Oder sag ich. Für mich klingt das irgendwie komisch. Ihr werdet ihn kennenlernen. Kennenlernen werdet. Ja, einfach nur, vertauscht. Subjekt, Prädikat, Objekt. Es gibt ja im Deutschen keine... Es ist ja nicht so streng wie im Englischen. Subjekt, Verb, Objekt. Man kann das auch ein bisschen tauschen. Im Deutschen die einzelnen Satzglieder. Was ich eigentlich auch schön finde. Aber was teilweise Ausländern Leuten, die die deutsche Sprache lernen wollen, macht die Grammatik ja doch... Oh Gott, das Ohr juckt gerade. Dann greift mich gerade einer an. Entschuldigung, ich muss das Mikro gerade ein bisschen... Na, da kommt, ich mach mal weg. So, was eben die Konjugation und das von Verben, Beugen und so weiter. Also, wir sind ja damit aufgewachsen, wir sind Muttersprachler. Aber obwohl, das, ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwo erwähnt, dass man sagen muss, dass da wirklich einige Ausländer dann teilweise besser sprechen als Muttersprachler. Aber es liegt halt daran, dass man sich als Deutscher nicht mehr wirklich so die Mühe gibt, auch... Greift ihr mich mal an? Hallo! Ich will hier durchrennen. Ah, durchrushen. Dass man sich teilweise überhaupt nicht Mühe gibt und gar nicht überlegt, wie man spricht und so weiter, sondern das einfach im Prinzip wieder macht, wie der Schnabel gewachsen ist. Oh, ich muss gerade mal husten, entschuldigt. So, bin wieder da. Ach ja, das Looten geht so schön von der Hand, wie man sieht, wie das ja alles durchrauscht. So, naja, wo war ich stehen? Ach so, ja, mit der deutschen Sprache. Ja, das ist immer wieder dabei, mit den Worten lesen und so weiter. Hatte ich ja auch schon mal angebracht. Man kann wirklich sagen, lesen bildet nicht nur Fachbücher. Weil ja eigentlich interessiert das ganze Leben ein Lernen ist. Und deswegen, ich lese gerne, es macht mir Spaß und, auch ich finde es teilweise als Entspannung. Aber das Lesen ist heutzutage nicht, ist halt nicht mehr in. Was ich schade finde. Also, es gibt wirklich tolle Bücher, die wo die Autoren auch richtig, richtig interessant geschrieben sind. Ja, aber ich weiß, es ist halt schade, dass durch die Schule im Deutschunterricht, wenn man Schiller und sowas lesen muss und da halt diese ganzen Theaterstücke und sowas, also, ich weiß nicht, das hat mir damals, ich hab's ja schon erwähnt, so, dass alles versaut, das Lesen, aber jetzt lese ich gerne, weil es gibt halt wirklich Krimis, Romane, es ist halt wirklich für jeden was dabei. Deswegen sucht euch einfach aus, was euch gefällt. Weil Lesen macht wirklich, also es macht Spaß, wenn man erstmal sich reingefunden hat. Klar dauert es am Anfang etwas länger, aber das ist wie mit allen Sachen, je länger man das macht und je öfter, umso mehr Übung hat man darin, umso leichter fällt einem alles. Einfach nur Beispiel Sport, machst du Ausdauerlauf, trainierst für einen Marathon. Und da deine Muskeln gewöhnen sich dran, deine Lunge gewöhnt sich dran. Je öfter man das macht, umso leichter fällt einem das, sowas zu machen. Das ist mit allen Sportaufstarten da, mit Muskelaufbau und so weiter. Man macht das ja, man geht ja regelmäßig zum Training, damit einem der Muskelaufbau regelmäßig ins Fitnessstudio, regelmäßig Sportverein, damit eben der Muskelaufbau, damit das alles stattfindet, man muss regelmäßig machen. Die Sache ist, damit man wirklich was lernt und auch was behält, dass man das, ich nehme mal hier die Abkürzung hier rüber, dass man das wirklich regelmäßig macht. Warte mal, das habe ich ja schon verteilt, als ich ein Level aufgestiegen bin. Damit man, dass man die Sachen halt wirklich regelmäßig macht. Ja. Regelmäßig macht halt. Alter Schwede, ich habe jetzt bestimmt wieder mal 2 Siege erhalten. Das finde ich eigentlich famos. Ich versuche auch mal so ein bisschen Fremdwörter oder Wörter, die nicht alltäglich reinzubringen, denn also ich will jetzt nicht so einen direkten belehrten Bildungsauftrag will ich nicht machen. Aber ich habe es ja schon gesagt, ich finde es teilweise richtig genial, wie einiges
Leute, die meine Let's Plays gucken, sich auch, weil ich das sehr oft betont habe, dass Rechtschreibung, Grammatik und so sehr wichtig ist, wie sich einige wirklich Mühe geben, wo sie sich am Anfang nicht wirklich Mühe gegeben haben. Und jetzt gebe ich mal noch den Quest hier ab. Und dann muss ich halt wieder bis morgen warten, bis dann da die Möglichkeit gibt in neuen, weil das sind ja tägliche Quests. So wie sich Mühe geben und deswegen, um da auch so ein bisschen zu, werde ich jetzt einfach mal so auch versuchen, so ein paar Wörter einfließen zu lassen, die nicht unbedingt alltäglich sind. So, die mache ich jetzt noch nicht. So, okay, dann kann ich ja mal wieder... Oh, na, mein Inventar ist zwar nicht voll, siehst du, ich würde jetzt mal gucken, bestimmt die Kräuter. Jawohl, es sind immer die Kräuter. So, also hast du es doch noch bis hierher geschafft. So, nachdem ich das hier alles entsiegelt habe und so weiter, werde ich dann die Aufnahme beenden. Deswegen werde ich jetzt nicht groß noch in... Habe ich hier noch irgendwas zum Entsiegeln oder sowas? Werde ich jetzt nicht groß noch irgendwo ein Thema anschneiden? Weil das, ich hasse es selber, wenn jemand quatscht und so. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen zu schneiden, dass man, na gut, bei manchen ist es mir gelungen. Entschuldigt bitte. Bei manchen ist es mir gelungen, bei manchen habe ich nicht drauf geachtet, aber ich habe... wo ich drauf geachtet habe, dass ich halt jetzt nicht so eine mitten im Satz, dass das alles abgeschnitten ist. Und deswegen wäre, wenn ich jetzt ein neues Thema anfange, da hat das auch alles total abgeschnitten. Genau, und deshalb werde ich das ja alles noch handeln. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt jeden Tag für eine halbe Stunde oder so reingehen. Ich kann jetzt gar nichts... Aber die halbe Stunde ist ja eigentlich auch schon um. Oh, ich habe sogar jetzt schon eine Dreiviertelstunde gespielt. Mann, ey, wie die Zeit vergeht. Man merkt das auch gar nicht so wirklich, wenn man jetzt die ganze Zeit quasselt dabei. Und ich habe es ja mal eine ganze Zeit gemacht, dass ich jetzt im Prinzip gar nicht geredet habe, sondern das einfach... nachvertont, nachsynchronisiert, aber das macht mir einfach sehr viel mehr Arbeit und die Zeit vergeht einfach gar nicht so schön schnell, als wenn man hier so selber spielt. Und deswegen werde ich das jetzt vorwiegend wieder einfach im Spiel quatschen und so. Kann natürlich sein, dass ich jetzt wieder öfters fehlen werde. Aber ich finde, das ist es wert. Also, ja, ich glaube, ich muss mich nicht noch mehr wiederholen, dass ja der Spaß am Ganzen das Entscheidende ist. Und haben wir noch wiederholbaren Quests nur noch. Und dann freue ich mich schon auf morgen, weil dann kann ich hier wieder den täglichen Quest machen und dann kriegt man hier Goldmünzen. Dauert wahrscheinlich noch sehr lange, bis wir das machen können. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.